Thema heißt Digital Natives. Und ich glaube, das Wichtigste ist dieses Wort hier. Seid ihr alle anders? Also der Talk oder dieser Vortrag geht heute darum, wie wir uns wissenschaftlich seit, ihr werdet sehen, 5, 6, 7 Jahren beschäftigen, wie die Generation von heute ist und wie die Generation von morgen wird. Das heißt, im ganz Konkreten vermute ich, werdet ihr euch in vielen Punkten wiederfinden und durchaus vielleicht ganz interessant sein, wie wir als Wissenschaftler eine Generation betrachten. Ja, ihr wisst alle, ich beschäftige mich eigentlich mit E-Learning, Technology Enhanced Learning, Dinge, wo man sagt, wir versuchen Medien in den Unterricht zu bringen. Und das ist unsere Profession. Und in diesem Ausmaß muss ich auch darüber nachdenken, für wen machen wir das eigentlich. Ja? Also nicht nur für mich als Lehrenden, sondern ich muss natürlich auch die Population im Auge halten. Unterrichten wir heute noch zeitgemäß unsere Kinder? Spannende These, habt ihr auch schon gehört. Also heute, wenn jemand in die Volksschule geht, ist er 2031 mit dem Studium fertig und ist das die Ausbildung, die wir ihm zukommen lassen sollten. Und wenn man sich sehr vertieft in den Fachbereich, dann kommt man drauf, wir reden also nicht nur von E-Learning, wahrscheinlich ist M-Learning noch irgendein Begriff für Mobile Learning. Wer weiß, was P-Learning ist? Pervasive. Pervasive für all durchdringendes Lernen und U-Learning ist ubiquitous Learning. Also allgegenwärtiges Lernen, Lernen zu jeder Zeit an jedem Ort, ihr habt so Probleme, kriegt zur Lösung. Da kommen dann die Wearable Devices, Internet of Things, Google Class und Co. ins Spiel und man wird erwartet, dass also das der nächste große Schritt ist. Starten durch diesen Vortrag immer ganz gerne damit. Das ist ein Buch von der Anastasia Goodstein. Also ihr könnt es also gerne lesen, ist sehr interessant im Themenfeld, also Digital Natives. Die hat herausgearbeitet die Early Moral Panics. Und zwar geht es darum, dass man jeder Generation, jeder jugendlichen Generation quasi irgendetwas andichtet, ja, und sagt, dass er eigentlich um Gottes Willen die Generation von heute, die Jugend wird ja immer schlechter. Um 1900 hat man ihnen gesagt, das Lesen führt zur Krankheit. Heute wären wir froh, wenn unsere Kinder offensichtlich wieder Bücher lesen würden. Also 100 Jahre, vor 100 Jahren hat man das als äußerst schlecht empfunden. 1910, seht ihr, was wir den Mädchen angelastet haben. Die Kinohäuser sind aufgekommen und zwangsläufig, also wenn man ein Kino besucht, verlieren unsere Mädchen die Jungfernschaft, war so der Generation 10 Jahre später. 1920 hat man gesagt, ist der Jazz gekommen, also das führt zwangsläufig zu sexuellen Aktivitäten, wenn man Jazz tanzt. Und 1930 hat man gesagt, also die ganzen Comicbücher, die führen zu einer Erhöhung der Kriminalitätsrate. Spannende Frage, was glaubst du, steht da 2010? Laut Meinungen. Was wirft man euch vor? Laut? Ist nicht so schlecht. Ja, also ihr seid schon richtig. Ja, ich habe das so hingeschrieben. Ja. Man wirft euch vor, ihr seid digital dement. Ne? Also es ist einfach zu erwarten, ihr werdet immer blöder. Und ich wünsche euch also viel Spaß in der Gesellschaft und ende meinen Vortrag hier. Ne? Also wir haben die Comicbücher überlebt, wir werden auch diese Welle überleben. So viel traue ich mich also hier schon zu sagen, ohne große wissenschaftliche Thesen. Es gibt natürlich, ist mir klar, das verkauft sich besser. Ja, also wenn ich mich hier herstelle und sage digital dement, dann habe ich wahrscheinlich 5000 Zuseher plötzlich im Livestream. Jetzt werden die alle abdrehen und sagen, na toll, also wieder nichts Neues. Ja, aber es gibt weitere tolle Dinge da draußen. Zum Beispiel unser ganzes Umfeld ist sowieso schon aufmerksamkeitsdefizitär. Der sogenannte Zappel-Philipp-Gesellschaft. Ja, also auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und ihr könnt also mir eh nicht mehr zuhören. Das ist der Grund, warum wahrscheinlich dann in der Hälfte so viel da rauslaufen, weil das einfach schon zu lang dauert. Sind wir überhaupt noch in der Lage, 1,5 Stunden zuzuhören? Können wir das verarbeiten? Ja, ihr könnt also da selbst also eure Meinung darüber haben. Auch dann gibt es so nette Studien, die also auch herauskehren, was das Problem ist. Also weniger als ein Drittel unserer 13-jährigen Kinder lesen heute noch. Ihr seht die
12-Jährigen, also das, wenn man so PISA-Studie macht, geht es signifikant nach unten, also unsere Lesefähigkeit. Und wie gesagt, natürlich, wir machen 2 Stunden lang, schauen wir jeden Tag also im Fernsehen und nur 7 Minuten beschäftigen wir uns mit Lesen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist das nicht auch ein Zeichen, dass offensichtlich das Lesen nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, wie es vielleicht vor 100 Jahren hat, aber vor 100 Jahren hat es ja noch zur Krankheit geführt. Das sind also alles servoprovokante Untersuchungen natürlich, die provozieren und führen dazu, dass alle Erwachsenen fest mitnicken und sagen, ja, wir haben das eh schon immer gewusst. Das ist eh klar, also wir in unserem einen Zeitalter, ich bin noch ordentlich erzogen worden, ihr tut es euch ein bisschen schwerer. Aber nähern wir uns dem Thema jetzt einmal wissenschaftlich. Also wirklich, was redet die Wissenschaft, also im Bereich dieser Digital Natives, machen wir Begriffsdefinitionen, wie sich das gehört. Da ist also ein Mann sehr bekannt geworden, 2001, ohne große wissenschaftliche Untersuchung. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, our students have changed radically. Today's students are no longer the people our educational system was designed to teach. 2001. Ja, ich würde ihm sagen, also 2014 kommen jetzt die ersten in Mitteleuropa drauf, ja, da scheint sich irgendwas zu tun und vielleicht ist der klassische Frontalunterricht, so wie wir ihn heute durchführen, gar nicht mehr das, wie man das machen sollte. Das Bild habe ich seit 7, 8, 9, 10 Jahren und vor 10 Jahren hat man mir auch attestiert, das ist also Zukunft. Ich habe damals schon gesagt, ich glaube nicht, dass das lange Zukunft sein wird. Also heute, ich glaube, wenn ich sagen würde, ich schieße das an der TU Graz am nächsten Eck, dann würden sie mir zustimmen. Also da sitzen irgendwelche Leute, wie man sieht auch im Hörsaal, und beschäftigen sich mit ihren privaten Devices. Das hat uns also sehr schnell eingeholt, ist also nichts Neues. Man hat daraus dann Begriffe gemacht. Also man hat gesagt, der Mr. Prinsky hat gesagt, die Digital Natives kommen. Tapscott hat euch bezeichnet als Net Generation. Dann gibt's die Generation Ed von Opaschowski und dann noch den Homo Sapiens, also in Anspielung an das Fernsehen und Durchzeppen, ist also diese Bezeichnung aufgekommen. Ihr könnt euch also aussuchen, wie es euch also gern bezeichnet. Ja, und daraus ist also eine Diskussion entstanden zwischen Digital Native. Ja, das ist also, wie gesagt, darunter versteht man Personen, die aufgewachsen sind in einem Zeitalter, wo es das Internet und den Computer gegeben hat. Also ihr seid gerade so an der Kippe. Meine Kinder sind auf alle Fälle Digital Natives, ich bin auf alle Fälle keiner. Also ich habe 1995 noch begonnen zu studieren, ohne Online, ohne E-Mail-Account und Sonstiges. Ja, also auch hier noch keine 20 Jahre her. Digital Immigrants sind also jene, die hineingeboren worden sind, also die das jetzt plötzlich machen müssen. Ja, ich bin also auch gekommen und dann 5, 6 Jahre später war das Nonplusultra. Wir brauchen alle E-Mail-Adressen, alles läuft online, wir müssen uns umstellen und so weiter. Und das Problem also dieser Digital Immigrants, also wir, die wir also alle hier sind, ist einfach, dass wir zurückfallen in unserer Vorstellung auf das, was wir bereits kennen. Vielleicht sehr plakatives Beispiel, also ich habe meine 2-jährige Tochter gesehen. Ich habe meiner 2-jährigen Tochter, die hat ungefähr mit 7 bis 8 Monaten den iPad bedienen können. Und ich habe der nie erklärt, was Wischen, Zoomen, Swappen oder Sonstiges ist. Das braucht die auch nicht. Ja, das Gerät ist für sie klar, das war immer so. Die wird mich nie fragen, warum man da wischt. Das ist einfach so und die wird sich immer köstlich darüber amüsieren, dass man das als Wischbewegung bezeichnet. Umgekehrt muss ich meiner Mutter heute noch erklären, wir brauchten einmal locker auf die Maustaste klicken und die Maus ist also wie ein Schreibtisch und du kannst da mit dem Zeiger irgendwas erwischen damit, ja, einfach weil sie es uns gar nicht versteht. Ja, und das Problem ist, also wir müssen jetzt Metaphern erfinden und darum brauchen wir Schreibtisch, Desktop und Maus, weil also die Personen, die Älteren, das gar nie anders erlebt haben, weil sonst würden sie es also gar nicht verstehen. 2005 ist eine erste große Publikation gekommen zu den Digital Natives ohne große empirische Untersuchung und da seht ihr mal, was man dieser Generation andichtet. Also ich hoffe, ihr könnt mir alle zustimmen. Ihr seid besser im Lesen, was visuelle Dinge betrifft. Ihr habt also eine andere Aufmerksamkeitsspanne, irgendwie auch eine sehr schnelle Response-Zeit und so weiter und so fort. Ja, also offensichtlich ist alles visueller geworden. Und deutlich anders wie bei mir. Ja, und da habe ich also so einen Einschub, also weil man auch Vorlesungen immer ein bisschen auflockern muss, ja, damit die Leute zurückkehren. Der Einschub ist folgendes, eigentlich die Mächtigkeit von Videos.
Ja, also es ist letztes Mal viel über MOOCs diskutiert worden. Ja, ich bin natürlich der Fachmann fürs Lernen und ich gebe Ihnen drei gute Voraussetzungen, wann man gut lernt. Lernen tut man, wenn man entsprechendes Vorwissen hat. Das heißt, ich kann bei Ihnen anknüpfen. Sie wissen alle, um was es geht und ich kann das, was ich neu dazu liefere, können Sie gut einordnen. Es soll ein bisschen mit Emotionen verbunden sein, das heißt, Sie sollen da dabei sein und nicht vor sich hinschlafen. Nennt man also Aufmerksamkeit dann im weitesten Sinne, wie es also hier steht. Das sind also sehr gute Voraussetzungen für Lernen. Und jetzt zeige ich Ihnen ein kurzes Video, wo ich hoffe, Sie lernen was. Aus Erfahrung weiß ich, Sie werden alles, was in meiner Vorlesung da passiert ist, vergessen, nur wahrscheinlich dieses Video nicht. Wer es kennt, ist blöd. Der lernt natürlich nichts dazu. Ja. So, und zwar... Wie öffnet man eine Banane, ist also die Aufgabe, also ganz was Einfaches. Ich hoffe, jetzt muss ich nur, Entschuldigung, ich hoffe, es geht direkt daraus, auch nicht, dann muss ich es als E-Mail aufmachen, ich habe mir das selber geschickt. Sie sehen also auch digitale Devices sind so aus jetzt. Schwierig, so, meine Inbox, so schaut sie aus. Jetzt warten wir ein bisschen, bis das daherkommt. Also ich habe also jetzt ein Video für Sie mit der Idee, wie macht man eine Banane auf. Ich hoffe, das kann jeder von Ihnen und ich hoffe, Sie lernen trotzdem etwas. So, Werbung müssen wir uns auch anschauen, wie Sie sehen. Ja, also zur Entspannung. Auf geht's. So, die berühmte Frage, wer macht sie bereits so auf? Na, immerhin, also es werden immer mehr. Das heißt, die kennen das schon. Ich weiß, also ich hoffe, alle, die den Raum dann verlassen und eine Banane sehen, machen das so, weil dann habt ihr was gelernt. Und ich öffne, seit ich das gesehen habe, auch so die Banane. Das geht einfach wesentlich besser. Ja. Die Mächtigkeit von Videos und warum visuelle Eindrücke generell gut sind fürs Lernen. Ja, also es ist nicht so, dass es nur für diese Generation interessant ist, sondern generell. Nächster Begriff, also nach Digital Immigrants, Digital Natives, haben wir diskutiert über Digital Gap. Was ist der Digital Gap? Ihr seht also die Netzwerkbeziehungen, wo läuft der Traffic im Internet? Dann könnte man sagen, es gibt also offensichtlich nur die Amerikaner und uns. Und der Rest ist also, weiß ich nicht, da gibt es also offensichtlich auch ein bisschen Netz, aber das sollte uns auch zu denken geben. Ja? Also wenn wir über Dinge reden, wo wir eigentlich was machen, wir bedienen offensichtlich also nur im Prinzip diese zwei Regionen. Der Digital Divide ist dann quasi ähnliche Richtung. Da geht es darum, wer kann es sich ökonomisch überhaupt leisten, am Internet teilzuhaben. Von der Usability her sind ältere Menschen benachteiligt und so weiter und so fort. Also hier geht es dann um andere Begriffsdefinitionen. Und dann diskutieren wir auch also so Dinge wie Digital Identity und Digital Dossier. Was ist da der Unterschied? So, mal wieder aufwecken. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Ich glaube, es war richtig. Also die Identität ist das, was Sie sind, wie Sie sich also geben im Internet, was Sie für Profile machen, dass Sie selbst anlegen und das Dossier ist dann alles über Sie. Also ich muss auch sagen, ich bin ja noch ein nicht digital geborenes Kind. Das heißt also, bei mir wurde noch der Taufschein und sein vom Pfarrer alles händisch ausgefüllt. In der Regel ist das bei Ihnen nicht mehr der Fall. Sie sind also irgendwo in einer Datenbank gespeichert und wir könnten, wenn wir alles verknüpfen, sofort ab der Geburtsstunde abrufen. Also wir wissen, in welchem Spital, mit welchem Gewicht, das ist ja alles digital erfasst worden. Und wenn man das zusammenbringt, spricht man da vom Dossier im Prinzip. Ja, und dann also der letzte große Begriff war Digital Wisdom. Also da spricht dann der Mark Brinsky über die digitale Weisheit und beweist also, dass es durch die Zusammensetzung quasi, also die Vernetzung, also zu überhaupt neuen Wissensstrukturen kommen und wir uns also quasi uns also selbstständig erweitern. Ja, das heißt... Es ist auch hier so,
Was halt überbleibt, ist im Prinzip, dass wir von neuen Generationen sprechen. Also ich weiß nicht, ob sie unbedingt sich als neu bezeichnen würde. Und also wir gerade in der Technologie und also im Lernen also hier etwas tun müssen und uns vorbereiten für das 21. Jahrhundert. Ich habe also hier Beispiele mit, die zum Teil also live geschossen worden sind von mir. Spannend ist vielleicht also nicht nur, dass also sehr viele kleine Kinder bereits mit Tablets arbeiten, sondern auch hier zum Beispiel, also weil es gut passt zum One Laptop per Child Vortrag, 6-jährige Kinder kriegen einen Rechner in die Schule, können weder lesen, schreiben, rechnen, sondern beginnen quasi das mit dem Computer selbst also zu erlernen. Das führt uns dann zu einem anderen Begriff noch, der heißt Digital Literacy. Also das heißt, was ist die digitale Kompetenz? Was ist also heute notwendig, wenn Sie quasi in den Beruf gehen? Also ich behaupte, Schreibmaschinen schreiben, also ist irgendetwas, das sollte jeder können. Beim Handschreiben bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das zwangsläufig notwendig ist. Ja, spannende These, die Frage, was auch Professor Maurer lange vertreten hat, ob wir überhaupt noch Handschrift lernen müssen. Gibt es einen schönen Artikel gerade in der Schweiz, die schaffen übrigens die Schreibschrift ab in der Schule. Wer weiß, warum wir Schreibschrift lernen? Laut? Schneller, genau. Wir haben das deswegen gelernt, weil es schneller ist. Das hat keinen anderen Hintergrund. Also man hat die Schreibschrift eingeführt, weil man schneller schreiben kann damit. Man hat auch Steno gehabt. Kennt das noch wer? Ja, ein paar wenige, ja, also auch da hier sich gequält wahrscheinlich und also auch das ist also ein Ding, der liegt. Und die Schweiz sagt jetzt gerade, also wir brauchen ja gar nicht mehr schnell schreiben können. Es reicht doch, wenn die Kinder schöne Buchstaben machen. Sie schreiben also diese Blockbuchstaben viel lieber aus Untersuchungen. Und das ist auch eine spannende Entwicklung zu sagen, also hier gehen wir dafür gleich ab dem 6. Jahr auf die Tastatur. Ja, das ist vielleicht sogar interessanter und gescheiter. Ja, also nach der Begriffsdefinition zu den Fragen. Ja, also was haben wir für Fragen? Die Fragen, die die Wissenschaft hat, gibt es diese Next Generation? Ja, das ist, beschäftigt uns also seit sehr lange mittlerweile. Die Frage, kann man da was nachweisen? Sind die deutlich und signifikant anders? Und Sie sehen also, dann kommen also diese ganze Diskussionen über Web 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 oder wie auch immer oder hoch X, sind also darauf quasi aufgebaut. Und für mich natürlich auch spannend sind das die Hörsäle der Zukunft. Ich habe immer bewusst, es ist ein Apple-Sponsorfoto, ja, ich weiß schon. Aber trotzdem spannend, ne? Also drehen Sie sich um und schauen Sie auf, also so weit sind wir nicht davon entfernt. Ne? Und will ich mich in Zukunft quasi in 5 Jahren mit Rechnern unterhalten oder vielleicht doch mit den Personen, die dahinter sitzen und so weiter und so fort. Ja, Antworten dazu. Also was wissen wir bis heute und was kann ich Ihnen liefern? Professor Schulmeister ist einer der ganz großen, auch Gegner von dieser Diskussion und so weiter, hat also jetzt sehr schnell gefordert, wir müssen uns wissenschaftlich auseinandersetzen mit dem Problem, also nicht nur einfach vor uns dahin plappern und Beobachtungen machen. Und er hat also einmal gesagt, grundsätzlich die Tatsache, dass heute andere Medien genutzt werden als in früheren Zeiten, rechtfertigt es eigentlich nicht, eine ganze Generation andersartig zu mystifizieren. Ja, und zu sagen, also offensichtlich, also gibt es also hier wirklich andere Verhaltensweisen. Ja, dann hat er gesagt, auch der digitale Divide wird nicht aufgehoben durch die ubiquitäre Verfügbarkeit von Medien. Also ist auch ganz deutlich, also ihr seid natürlich eine sehr strenge Gruppe, ihr arbeitet mit diesen digitalen Devices. Geht es einmal auf die Karl-Franzens-Universität in irgendein richtig schönes klassisches Studium, die lehnen das dort direkt ab. Ja? Also das ist ja ganz verpönt, irgendwo ein Handy rauszuziehen und dann darauf was zu tippen. Und die wissen ja gar nicht, also das heißt nur durch das, dass jeder ein Mobiltelefon ist, heißt nicht zwangsläufig, dass jeder mit dem Mobiltelefon perfekt umgehen kann. Oder sich eine ordentliche App installieren kann, wobei also da vorsichtig bin natürlich. Dann natürlich Studien, gibt es also haufenweise dazu. Das bekannteste deutschsprachige Studie, die sogenannte CHIM-Studie. Ja, also hier wird jedes Jahr seit, also ich glaube 15 Jahren jetzt, ausgewählt, ungefähr um die 1000 Probanden jährlich angerufen, werden befragt und da geht es hauptsächlich um Mediennutzung. Also was machen die? Ihr seht es, Jahre 2008, das ist jetzt doch schon wieder 6 Jahre her, erstmals in der 10-jährigen Geschichte der CHIM-Studie zeigt sich, dass der Jugendliche eher einen Computer als einen Fernseher besitzt. 2008 der Bruch, ja, also bis dorthin Fernseher unangefochten Nummer 1. Dann ist plötzlich der Rechner gekommen. Es hat dann auch dort spannend 2008 ganz wichtig vor die Wahl gestellt, auf welches Medium Sie am wenigsten verzichten könnten, würden sich die meisten Jugendlichen für das Internet entscheiden. Ja, das war für uns schon, wie ich das gelesen habe, haben wir gedacht, jetzt ist es durch.
Also jetzt sind wir wirklich so weit, dass also die Generationen verstanden haben, dass es im Internet auch das Fernsehen quasi gibt und sie lassen uns das Fernsehen links liegen. Erstaunlich trotzdem. 2008. Sie sehen jetzt 2011, drei Jahre später, Fernsehen, Internet, Computer und Handys sind in allen Haushalten, in denen Jugendliche aufwachsen, vorhanden. Und jeder 10. Haushalt besitzt mittlerweile schon ein Tablet-PC. Und die meisten Jugendlichen verfügen inzwischen selbst über einen eigenen Computer und etwa jeder 2. kann von seinem Zimmer aus ins Internet gehen. Ja, vor 3 Jahren. Immerhin, ihr müsst sagen, also Studie 12- bis 19-Jährige, also das ganze Palette. Nach 2011 mit zahlreichen Angeboten von Unterhaltung, Information, Spielen und verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten ist das Internet auf vielfältige Weise in den Alltag mit eingebunden. 2/3 der Jugendlichen gehen jeden Tag ins Netz, gut, aber trotzdem die tägliche Online-Zeit liegt durchschnittlich bei 134 Minuten. Ja. Für Sie, die zucken vielleicht so mit den Achseln, wenn ich den gleichen Vortrag vor Lehrern oder Eltern halte, die fallen mir fast vom Sessel. Ja, die sagen, was, mein Kind sicher nicht. Sag ich, ja, wenn Ihr Kind das nicht macht, dann macht es von Ihren Nachbarn 4 Stunden. Ne? Das ist eine Durchschnittsberechnung. Und dann sollte man drüber nachdenken, also was da eigentlich passiert und wie viele Leute wirklich da drinnen hängen. Also 2011, ist ja schon 3 Jahre wieder vorbei, also das, man kann davon ausgehen, das ist nach oben gegangen. Ja, auch 2011, das Handy wird zunehmend zum mobilen Internetzugang. Jeder 4. Jugendliche hat inzwischen ein Smartphone, 2011, also 25% ungefähr. 2012, Sie sehen also, die Vollausstattung wächst weiter. Sie sehen, die Smartphones steigen quasi schon wieder um 20%. Wir sind auf 63% der 12- bis 19-Jährigen und Tablet-PCs also auf 19%. Und auch hier kommt noch so, inzwischen besitzt jeder 2. ein Smartphone. Also wir sind schon über 50% im Jahre 2012 bei den 12- bis 19-Jährigen. So, und die letzte Studie, heuer oder gestern, letztes Jahr im November, sagt mittlerweile extreme Steigerung bei den Smartphones. Wir sind auf 72% bei den 12- bis 19-Jährigen. Also ihr seht, wie das rasend vorangeht. Und wir gehen davon aus, dass das mobile Internet im Alltag angekommen ist. Ja, 2013. Also das ist sehr rasant gegangen. Hätte ich vor 4 Jahren gesagt, dass also jeder Jugendliche hat ein Smartphone, dann haben sie da an der Stelle alle gelacht und gesagt, ja, das hätten wir gern. Ne? Ja, dann also, ihr kennt also vielleicht auch diese Folie. Ne? Es hat also dieses Device gebraucht, um das Ganze zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist ein Device 2007 ohne Werbung jetzt auf den Markt gekommen und plötzlich war das mobile Internet attraktiv. Mit anderen Worten, also wenn ich Ihnen sowas in die Hand gebe, verwenden Sie das mobile Internet. Wer hat von Ihnen noch WAP genutzt? Ja, das ist immer der Anteil sehr hoch. Also normalerweise wissen das die meisten schon gar nicht mehr. Um 2000 hat man WAP gehypt und hat gesagt, das ist das mobile Internet. Haben immerhin also 8-mal so Geräte wie Nokia und so weiter gekonnt. Ja, aber man darf es nicht verschweigen. Da hätten wir alle in Aktien investieren sollen, ja. Wenn Sie also, Android hat eine Steigerungsrate von einem Quartal aufs andere mit über 600%, da hätten Sie wirklich Geld gemacht und könnten Sie heute zurücklehnen. Und dann möchte ich Ihnen auch das noch zeigen. Es ist auch wieder ein kleiner Film mit Kindern. Also weil also mein Rektor natürlich zu Recht fragt, also brauchen wir diesen neuen Schnickschnack immer, dann zeige ich ihm sehr gerne also auf diesen Film, ja. Was haben wir bei diesem Film gemacht? Wir haben also Kindern, jetzt geht es hoffentlich ein bisschen schneller, weil ich den also hier, so. Also wir haben Technologien Kindern in die Hand gegeben und haben gefragt einfach, was ist denn das? Also ganz simpel, so wie man es oft von Fernsehshows kennt. Rechenschieber, wer hat den von Ihnen noch gehabt? Wer kann einen Rechner damit? Ja, ich auch. So. Jetzt muss ich ein bisschen lauter drehen, sonst hört man die Jungs gar nicht. Also mit dem Rechenschieber können die Kinder nichts mehr machen. Schallplatte.
Ja, das stimmt im Prinzip. Also, da hätte mich mein Vater erschlagen an dem Punkt. Ne? Also, die kommen dann lesend drauf, was das ist, also eine Schallplatte. Dias, ja, also ich gehe davon aus, das wissen Sie noch, was das ist. Ne? Kann man ein bisschen hin und her knicken. Also man sieht, es gibt den warmen Kindergarten noch ab und zu. Haben Sie vielleicht auch noch gehabt? Also ganz gut mit den Speicherkarten. Ne? Videokassette, ja. War ich der Meinung, hat noch jeder Haushalt bei uns. Gut, die Gegenprobe. So, und ein iPad, der war damals ein halbes Jahr auf dem Markt, wie man den Film macht. Also ein Gerät der ersten Generation, ne? Man hat die Spiele noch nicht so dramatisch. Also heute spielt er was anderes, das kann ich sicher sagen. Also. Ja, das war immer noch ein Problem. Also, so ehrlich ich immer bin, also wenn der Rektor daran zweifelt, ob E-Learning dafür überhaupt notwendig ist, dann zeige ich ihm meistens das. Ich sage, wir können schon also noch Diaprojektoren und Sonstiges da herausziehen, aber dann vermitteln wir unseren Kindern offensichtlich Museum. Ja. Also auch das hat es einmal gegeben und wirklich, ich habe auch noch ja Professoren erlebt, wo man dann deutet und hinten drückt und einer ganz verzweifelt relativ schnell auf einen Diaprojektor. Also ich hoffe, das ist jetzt schon langsam wirklich als Geschichte geworden. Ja. Dann gibt es also Bücher und Abhandlungen zu dem Thema, die also sagen, digitales Leben ist für Jugendliche normal, selbstverständlich und auch nicht mehr wegzudenken. Es ist auch zu beobachten, dass das Leben der Jugendlichen immer öffentlicher wird.
Zum Teil ist es bewusst und gewollt, zum anderen mangelt es an Erziehung. Ja, also ich bin einer der großen Vertreter in Österreich, die sagt, Medienerziehung so schnell wie möglich in die Schulen, um auch die Bewusstsein zu bilden, was es heißt, dass wir heute unsere halberte Privatsphäre ins Internet stellen. Ja, und das durchaus freiwillig. Und ich gehe davon aus, dass Sie ein Teil dieser Generation sind, die das schon also einfach machen. Und die nächste Generation, die wir da gesehen haben, die wird noch weniger Barrieren haben. Also irgendwas ins Internet zu stellen und zu teilen, wenn man eh schon alles da drinnen findet. Ja. Ja, Natives konsumieren intensiver, prägnanter, kürzer, schreibt das auch ein Kollege von mir, ist also auch, wie gesagt, also durchaus schon bewiesen. Da drinnen habe ich noch das Thema Echtzeitkommunikation. Sie sehen da lauter Xs. Das heißt also, wenn sich jetzt jemand herausgefordert fühlt, da kann man ja die Daten schnell liefern. Also Sie sind da schneller, bevor ich das jetzt lange also nachforsche und wieder auf Folie bringe, ist es heute also in Hörsälen ja kein Problem mehr, sich quasi das einzuholen und zu sagen, schauen wir schnell nach, wir können aktuelle Daten einrufen. Also jetzt nicht also auf Facebook bezogen diese Folie, nur die Idee zu sagen, also wir sind heute in der Lage, viel schneller auch damit zu arbeiten. Dann habe ich noch Studien also mitgebracht, die wir zum Teil also selber machen. Sie kennen also dieses Bildchen. Frage Schülerinnen von heute, wie schaut's aus? Wir haben 2009 eine Umfrage gemacht, also da waren viele von Ihnen, glaube ich, auch noch an der Schule, das könnte sich ausgehen. Und zwar haben wir eigentlich die Sekundarstufe befragt, also von der ersten quasi bis zur vierten Klasse Unterstufe. Und das Ganze war der gesamte Fragebogen, also es war nicht mehr. Ich habe gefragt, welches Handy besitzt du, welche Marke, welches Modell und was im Prinzip machst du damit, SMS schreiben, Internet surfen und möchtest du das Ganze auch im Unterricht, also Mobile Learning, Mobiltelefon benutzen. Das Schöne, es ist eine sehr schöne demografische Verteilung, das heißt, also die meisten waren 13, so wie eine schöne grausche Glockenkurve, hat also ganz gut gepasst. 1031 Schüler, 20 Lehrer. Ja, was ist rausgekommen? Wir sind jetzt im sogenannten Prä-Smartphone-Alter. Das heißt, die haben damals 2009 noch kein Smartphone gehabt. Aber ihr seht's, ab dem 10. Lebensjahr 93% der Kinder hatten ein Mobiltelefon. So, es wird euch wahrscheinlich auch noch vielleicht der Achselzucken kosten, weil das war einfach so. Man kann sich vorstellen, also wo heute das liegt. Wir sind also hier 5 Jahre später. Also ich habe meinem 9-jährigen Sohn nur schwer erklären können, dass er erst mit 9 sein Mobiltelefon kriegt. Ja, also wir wissen, dass die Quote bei den 6-Jährigen schon weit über 50% ist. Und die besitzen dann keine Pre-Smartphones mehr, sondern besitzen Smartphones, weil was anderes kriegt man heutzutage ja schon gar nicht mehr. Das heißt, die sind voll ausgestattet mit Internet und so weiter, mit etwa die Hälfte der Bevölkerung bei den Kindern, also mit 6 Jahren. Ja, Sie sehen also die letzten Eltern, die standhaft waren, die schaffen das also damals bis zum Alter von ungefähr 14 Jahren. Dann ist auch der letzte Papa und Mama überzeugt worden, dass man ohne dem nicht mehr leben kann. Ja, was haben die gehabt? Wenig erstaunlich, kaum noch WLAN. Das, wie gesagt, war die Pre-Smartphone-Ära. Das ist also nicht so ein spannendes Bild. Dann natürlich, was haben die Kinder damit gemacht? Ganz oben liegt SMS, wenig natürlich Internet, weil es also, wie gesagt, mobiles Internet damals noch nicht vorhanden war. Für mich wichtig als Wissenschaftler, kein Unterschied zwischen den Schulen. Also ganz wurscht, ob ich in eine Hauptschule gegangen bin oder ein Gymnasium, die Verteilung ist etwa dieselbe. So, was war das Spannende? Der Gap. Was ist dieser Gap? 81% meiner Kinder haben erklärt, sie könnten sich vorstellen, also Mobiltelefone für den Unterricht einsetzen. Das ist eine ganz gute Quote. So, jetzt haben wir uns die 20 Lehrer angeschaut, die quasi die Kinder unterrichten. 100%, also alle von diesen 20 hatten ein Mobiltelefon. 55% konnten uns sagen, welches Telefon sie hatten. Ja, das heißt, die Hälfte hat nicht einmal gewusst, was für einen Prügel sie eingesteckt haben. Ich habe dann immer erinnert dran, ich habe 1130 Kinder gehabt und keines hat mir das nicht ausfüllen können. Ja, also das ist offensichtlich bei den Lehrern doch in einer anderen Denkweise. Nur 25% hatten damals ein Device, das sie mit dem von den Kindern vergleichen hätte können. Und genau diese 25% hätten sich vorstellen können, mobiles Lernen zu machen. Ja, klar, wenn ich also diesen Prügel aus den 90er Jahren eingesteckt habe, da kann ich auch nicht mobiles Lernen machen. Das scheint mir auch klar. Ja, also ganz schwierig. Also ihr seht, also das Problem also der Einführung von digitalen Medien scheitert also sehr stark also an diesen Dingen, dass die Vorstellung hier fehlt. Und das ist also heute, was ich immer noch propagiere und sage, also es gilt, diesen Gap aufzuheben. Ja, also wir müssen schauen, dass also die Bildung also der Lehrer hier viel besser wird.
Natürlich machen wir nicht nur 2009, sondern auch bis 2013 Umfragen. Wir sehen also heute zum Beispiel, also wenn Sie sich diesen Teil anschauen, hier geht es also um Kinder, wie gesagt, von ungefähr 10 Jahre, dann sehen wir, dass heute es relativ normal wird schon, dass sie E-Mails schreiben. Das Internet surfen, was nie ist, ist also quasi unter 10% gegangen. Das heißt also für einen heutigen 10-Jährigen ist klar, er kann ins Internet gehen und surft da seine Sachen an. Wie gesagt, vor 20 Jahren komplett undenkbar, so eine Welt. Ja? Ja. Also in dem Fragebogen 2009 noch nicht, 2013 schon, da haben wir sie gefragt und die sind relativ fantasielos. Und das liegt natürlich auch daran, wenn ich es ihnen nicht vorzeige, was sie damit machen können. Die meisten kommen drauf, sie könnten dann im Internet surfen, ja, und könnten mit den Nachbarn tratschen, was sie sowieso tun. Also fragen wir mit, aber ist natürlich so, dass sie sehr wenig Fantasien haben, wie sie es einsetzen könnten, weil natürlich auch eine methodisch-didaktische Schulung abgeht. Ne? Naja, also ist ja, die Vorstellung ist, er kann sich halt 3 Bilder anschauen. Ja? Also dass noch wesentlich mehr gehen würde, können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Also das ist natürlich eine Diskrepanz in der Fragestellung, aber es ist mit Kindern sehr schwer, also herauszufiltern, was sie damit meinen natürlich. Aber verstehe schon die Kritik an der Frage. Klar. Ja, Studienanfänger von heute. Ja, also sie finden sich wahrscheinlich wieder in einem Jahr. Also sie sind, glaube ich, alle durch die Welcome Days gegangen. Manche von ihnen haben mich gesehen. Ich glaube, also ich stehe nochmal im anderen Hörsaal, im P1, da steht mein Kollege. In irgendeinem Jahr waren sie dabei. Also wir machen ja die Umfrage am Ende von dieser Welcome Days, wie zufrieden ihr mit dem Welcome Days seid. Und wenn sich einer erinnert, da waren also eine Schneise an anderen Daten, was verwendet ihr noch und so weiter. Mittlerweile ist der Datensatz relativ groß. Wir haben also 5000 Leute so im Prinzip befragt, eine Langzeitstudie. Und jetzt ist also die Frage, was sieht man daraus? Ja, das Kommunikationsverhalten. Ja, das Kommunikationsverhalten, also von 2007 bis 2013, zeigt, also 90% also verwenden E-Mail auf täglicher Basis. Gut, das ist wenig überraschend. Auch bei SMS im Prinzip, also haben wir eine ähnliche Quote. Ja, die Nummer 3 sehen Sie auch. Ja, also wie gesagt, da sind nicht nur Sie als Informatikpopulation drinnen, da sind auch unsere Architekten drinnen. Also etwa um die 80% verwenden Facebook zur Kommunikation täglich. Ja, und warum es da nur 3 Balken gibt, das ist also der größte und markanteste Unterschied der Langzeitstudie. Das ist innerhalb eines Jahres gewesen. Wir haben also im Jahre 2010 das ist das erste Mal gehabt, 2009 war das unter 1% noch. Innerhalb von einem Jahr ist also dieses soziale Medium auf uns gekommen, also hat uns quasi überrollt. Und wenn Sie die anderen sozialen Medien anschauen, dann sehen Sie, Twitter ist was für Nerds, ja, also... Ich oute mich dann auch, ist halt so, ja, ich liebe es, aber ist offensichtlich nur für 5% der Bevölkerung interessant. Ja, was sieht man noch? Also Skype hat einen relativ großen Brocken da drinnen, die anderen Dienste sind gefallen, auch wenn es die Informatiker nicht gern wahrhaben wollen, die Newsgroups gehen schon langsam dem Tode zu, ja, also es trifft mich auch, aber ist einfach so, müssen wir nüchtern hinnehmen, wir sind die Letzten, die die Fahnen hier hochhalten. So, was gibt's noch? Also der Gerätebesitz, weil das für mich natürlich interessant ist. Also wie müssen wir also infrastrukturell darauf reagieren? Was sehen Sie da? Hier sehen Sie 80% besitzen einen PC. Mittlerweile etwa 70% besitzen zusätzlich einen Laptop, also viele 2 Geräte. Also für Sie, für selbstverständlich, aber für andere Studienrichtungen. Wir liegen bei der Smartphone-Penetration bei 90%. Ja, also nur mal 10%, die man hier sieht, die so drastisch runtergefallen sind, ja, haben noch kein Smartphone. Ja, das deckt sich also sehr gut mit dieser Gym-Studie, wie gesagt, die ja bei 12-Jährigen beginnt. Die meisten davon sind Android, auch weniger überraschend. Danach kommen natürlich das iPhone und die iOS-Geräte. Ah ja, und da gibt es ja noch andere. Ne? Ja, was ist noch? Der freie Fall sind die MP3-Player. Die befinden sich im freien Fall natürlich, nachdem sie also Smartphones haben. Das braucht also heutzutage niemand. Und für mich ein klein wenig spannend ist diese noch vielleicht ganz unbeträchtliche Geschichte da unten, die E-Reader. Schon langsam kommen sie. Also wie viele von Ihnen haben einen E-Reader? Ja, sie sind höher als die Quote, die da steht. Also das
die E-Books und die E-Readers sind schon langsam auch im mitteleuropäischen Raum angekommen und beginnen zu steigen. Ja, also das heißt natürlich auch für mich, wenn wir viel Skripten erstellen, einiges, also was uns hier auf hier zurollt. Ja, dann gibt es so Dinge wie Internetzugang. Das ist wenig spannend. Also welchen Ort von, es hat also immerhin gesehen, ist jetzt, das steigt einfach an. Dann natürlich das ganz spannend, also im Hinblick auf Cloud und Sonstiges, was wird denn wirklich verwendet? Naja, also da gibt es im Prinzip nur einen großen Brocken da hinten. Ja, als andere an Tools wie Google Docs, Isabel, Twitter, MySpace, was weiß ich auch immer, können wir vergessen. Aber da gibt es eine Geschichte, die ist natürlich sehr wesentlich, weil es hier so um File-Sharing geht. Ja, auch hier für mich spannend natürlich, also was für eine E-Learning-Plattformen werden quasi verwendet, bevor man an die Schule geht. Wir haben ja in Österreich eine Moodle-Strategie bei den Schulen und in den Schulministerien. Wenn ich mir anschaue, also was Leute sagen, die nie was verwendet haben und also Sonstiges, da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Strategie eigentlich macht. Ja, also das scheint also sehr an den Schulen noch irgendwie in den Kinderschuhen zu sein und ein sehr ungeliebtes Steckenpferd. Ja, dann gibt es noch längere Statistiken, wo man sich anschauen kann, wie verwendet man was zum Lernen. Erinnern Sie sich an die großen Dinge. Was man rausziehen kann, ist natürlich wenig überraschend, ist Wikipedia relativ weit vorn, auch Google. Das heißt, also man ist sehr stark in einer passiven Nutzung verhaftet. Also ich sehe, es hat also keine großen Blogger, auch wenn ich ein bisschen initiiere in Gardi, also da kommt nicht wirklich was raus. Ja. Es wollt auch nicht Journalisten werden, sondern Coder, ich verstehe auch das, aber trotzdem soll man schreiben auch können. Ja, auch hier sticht also aus der Tabelle eigentlich farblich nur mal YouTube heraus als Kanal, da wo man sich offensichtlich einiges, wie gesagt, reinzieht und schaut, also, was also hier gemacht werden kann. Ja, die größten und also sehr einfach visualisiert für mich in den 7 Jahren. Wie gesagt, Facebook, dieser dramatische Anstieg innerhalb von einem Jahr. Immerhin jetzt auch schon der riesige Anstieg des mobilen Internets. Wir haben zuerst also nichts gehabt. Dann ist also der Ausbau in Österreich hat angefangen und wir haben heute so haben 90% unserer Studierenden eigentlich mobiles Internet eingesteckt. Und wie gesagt, auch Skype ist eigentlich signifikant angestiegen. Die Diskussion, die wir daraus haben, also wir haben eine sehr hohe Anzahl eigener Geräte, mobiles Internet wird mittlerweile allgegenwärtig, der Internetanschluss ist quasi flächendeckend bei den Studierenden vorhanden, ist eines der großen Argumente gegen E-Learning gewesen, die Professoren gesagt, meine Studenten haben zu Hause kein Internet. Digitale Kommunikationskanäle sind soweit etabliert, Web 2.0 wird zunehmend auch für Lernen herangezogen und es gibt einen dramatischen Anstieg der sozialen Netzwerke und ähnlicher Kommunikationsformen. Das ist also sehr nüchtern dann die Aussage aus so großen Statistiken. Und was ich sehr gerne propagiere, ist dann die oftmals gepriesene Net Generation, zeichnet sich durch gute technische Ausstattung aus. Also ich sage immer, ich wäre so gerne ausgestattet gewesen in meinem Studium, hat auch eine hohe Kommunikationskompetenz und eine sehr prima passiven Nutzung moderner Web-Applikationen. Sie können mir also da gerne widersprechen und sagen, na, wir sind also da doch sehr, sehr aktiv im Netz, aber die Zahlen schauen also noch anders aus. Ja, damit komme ich zum Schluss, weil ich kann also meine Zeit auch nicht überpropagieren. Wenn sich also jemand wer beschäftigen will zum Thema iPads in the Classroom, das war eine der ersten Klassen, die wir in Österreich gehabt haben, Unterricht 6 Wochen ausschließlich mit iPads, funktioniert auch, gibt es also eine Buchreihe, können Sie sich hier gratis runterladen und durchlesen. Auch das gebe ich mit zu denken, also wahrscheinlich, weil es mich als Vater selber trifft, da, wo mein Sohn mich fragt, Papa, weißt du? Und dann sage ich, na, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Und er mir dann ganz relativ locker antwortet, kannst du nicht auf dein Mobiltelefon nachschauen? Das heißt also, ihr als Generation sehr wohl für euch der Informationskanal klar ist. Für mich als meine Generation, ich muss mir das, wie gesagt, antrainieren und sagen, ja, stimmt, klar, ich kann ja jetzt sofort zugreifen. Ja, damit Mobiltelefone sind natürlich sowas wie kein neues Medium mehr für euch. Das, wie gesagt, ihr seid aufgewachsen damit. Jeder hat es, es ist ubiquitär vorhanden. Es verändert die Gesellschaft dramatisch. Also das ist ein kleines Gedankenexperiment. Ich nehme euer Mobiltelefon da hinten mit einem Sackerl weg. Weiß nicht, ob ich das lebend verlassen hören soll. Ja, also spätestens morgen in der Früh wird es mir den Schuss geben, ja, so irgendwie. Also wenn ihr merkt, was ich euch damit weggenommen habe. Also es wird immer mehr zum Teil von uns selbst. Und wir gehen auch davon aus, dass das Mobiltelefon eben eine Übergangsphase ist, dass wir also mit anderen Devices in 10 Jahren arbeiten werden. Ja, das heißt also, mitnehmen sollte man, was heißt das eigentlich für die Gesellschaft, wenn ich der Gesellschaft das Faktenwissen in die Hosentasche stecke?
Das ist auch für das Bildungssystem eine extrem spannende Frage, was man hier lebt. Was heißt, wenn ich in ständigen Austausch mit einer realen und einer virtuellen Community bin? Das ist ein eigener Vortrag, darüber nachzudenken, was virtuelle Community heißt. Was heißt, wenn ich ständig Zugriff auf individuelle Arbeitsumgebungen habe, ganz egal, wo ich mich befinde, und natürlich auch eine sehr große Anzahl unterschiedlicher und freier Bildungsressourcen, wie ich sie letztes Jahr bei den MOOCs gehört habe. Also da ist natürlich spannendes Potenzial. So, die letzten Folien sind, wichtig beim Lernen ist was? Wiederholen, ja. Also hat man euch oft genug eingetrichtert, also die wichtigsten Sachen gebe ich euch mit, sodass ihr also auch sicher nichts vergesst und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Danke sehr. Noch Fragen, bevor ein allgemeines Aufhören, und ansonsten müsst ihr runterkommen, wenn es schlimm ist mit dem Weggehen. Okay.